Gegen Vorwärts Steyr tun sich die Salzburger ziemlich schwer. Erst in der zweiten Spielhälfte fällt das 1:0 durch Heimo Pfeifenberger. Dann spielen die Salzburger aber befreiter und Jurcevic gelingt das verdiente 2:0. Und Heribert Weber ist von der Doppelbelastung ziemlich geschafft. Ich musste während des Spiels nicht nur denken, dass wir gewinnen, sondern ich musste auch denken, dass ich der Trainer dieser Mannschaft bin. Ich musste mir Gedanken machen, was ich in der Halbzeit machen kann, um das Spiel noch herumreißen zu können. Und während des Spiels Gedanken zu haben, die den Trainer betreffen, das ist sicher für den Spieler nicht gut. Und daher wünschen wir auch Otto Baric von dieser Stelle aus alles Gute. Dieser Sieg wird ihm sicherlich gut getan haben. Und wir dürfen ihm in jedem Fall sagen, die Bundesliga vermisst ihn. Alles Gute, Otto Baric, auch damit der Heribert Weber ein bisschen entlastet wird. Damit sind wir bei den Ergebnissen. Admira Wacker gegen Mödling 2:0, Sportclub Innsbruck 1, Ogris, Pfeifenberger und Schulz.